Willkommen bei diesem Video. Sieht dein Toe-Touch so aus? Oder sieht deine Überkopfbeweglichkeit etwa so aus? Oder sieht gar deine Kniebeuge ungefähr so wie das hier aus? In diesem Video möchte ich dir 5 Übungen zeigen, die du in dein Training und deinen Alltag integrieren kannst, um endlich beweglicher zu werden. Los geht's! Übung Nummer 1 ist der sogenannte World's Greatest Stretch. Und der World's Greatest Stretch kursiert schon sehr viele Jahre in unserer Fitnessszene und ist immer noch eine ausgezeichnete Übung, um insgesamt die Beweglichkeit des Körpers zu verbessern. Was müssen wir tun? Wir gehen in eine Ausfallschrittstellung, nehmen ein Bein nach vorne, in dem Fall nehme ich mein linkes Bein nach vorne, setze meine rechte Hand auf den Boden auf. Bei der Beginnerversion lassen wir das hintere Knie am Boden. In der fortgeschrittenen Version habe ich das Knie hinten in der Luft und bin auf meinen Zehenspitzen. Und jetzt passiert Folgendes. Ich nehme meinen linken Ellenbogen, wenn mein linkes Bein vorne ist, und ich gehe so tief, ich kann runter. Bei euch wird das vielleicht eher so aussehen. Ihr geht so tief runter, wie ihr könnt. Bleibt hier kurz. Dreht dann auf, schaut oben hinterher. Atmet. Und aus dieser Position strecken wir einmal unser vorderes Bein. Und nehmen den Stretch über die komplette hintere Kette auf. Wir gehen wieder nach vorne, gehen hier runter, öffnen und gehen in die Streckung des vorderen Beins. Dies wiederhole ich 8 bis 10 Mal pro Seite und schaffe mir somit Hüftrotation, Hüftbeweglichkeit, Beweglichkeit der Oberschenkelrückseite. Ich rotiere meine Wirbelsäule, strecke meine Schultern. Das heißt, allein mit dieser Übung habe ich schon sehr viel dieser vorher gezeigten Einschränkungen behoben, wenn ich diese Übung regelmäßig durchführe. Übung Nummer 1, World's Greatest Stretch. Übung Nummer 2 ist die sogenannte Bärensitzrotation. Und die Bärensitzrotation ist eine Übung für die Hüfte, bei der wir im Sitzen in einer gespreizten Position sitzen. Unsere Fußaußenkante liegt am Boden, wir ziehen leicht die Zehenspitzen an und gerne in der Beginnerversion die Hände aufstützend, in der fortgeschrittenen Version ohne Hände und frei schwebend. Die Aufgabe ist folgende. Mit aufgestützten Händen sieht das so aus. Ich starte in der Position, ich nehme als erstes mein rechtes Knie Richtung Boden runter und generiere so einen Stretch in der Oberschenkelinnenseite. Am Ende nehme ich mein gegenüberliegendes Bein in eine Innenrotationsbewegung der Hüfte. Gehe so tief runter, wie ich kann. Bleib hier kurz, atme. Öffne dann wieder das linke Bein und zwar so weit ich kann und lass so lang wie möglich mein rechtes Knie auf dem Boden, bis es nicht mehr geht. Ich heb ab und schiebe die Bewegung auf die gegenüberliegende Seite. Rotiere hier mein Bein runter und gehe wieder zurück. Und das mache ich im Wechsel. Ja, 12 bis 16 Mal. Immer abwechselnd links, rechts. Ohne Hände sieht das dann so aus, dass ich das gleiche mache, nur mein Oberkörper natürlich jetzt auch Stabilitätsanforderungen hat und ich somit in der Beweglichkeit eventuell etwas eingeschränkt bin, deswegen gerne am Anfang die Hände benutzen. Die Erweiterung von dieser Übung, und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil das dann schon ein bisschen mehr Beweglichkeit braucht, aber wir werden ja besser, wenn wir üben. Deswegen von hier können wir Folgendes machen. Wir kommen hier hoch und gehen einmal hoch. Gehen auf die andere Seite, kommen hier hoch. Das heißt, hier nehme ich jetzt noch eine Hüftstreckbewegung mit, indem ich mich auf das obere Bein hoch, vordere Bein hochstütze, auf die andere Seite rübergehe und wieder auf das vordere Bein hochstütze. Das wäre eine Progression dieser Übung. Gerne mit den Händen anfangen, auch gerne dann irgendwann frei schwebend ohne Hände, um diese Stabilitätsanforderung der Hüfte und der Wirbelsäule mitzunehmen und dann als letzte Übung gerne mit nach oben gehen, um den vollen Bewegungsradius zu trainieren. Das ist Übung Nummer 2. Übung Nummer 3 ist die Kniebeuge mit erhöhten Fersen und kombiniert mit Zusatzgewicht für einen Ausgleich des Gewichtes. Was haben wir beim Kniebeugen für ein Problem, wenn wir unbeweglich sind? Es fällt uns schwer, mit dem Oberkörper aufrecht zu bleiben, eventuell weil die Sprunggelenke eingeschränkt sind oder die Hüfte eingeschränkt ist. Und somit fallen wir sehr schnell nach vorne und zudem heben gerne auch mal, wenn die Sprunggelenke eingeschränkt sind, die Fersen ab. Es gibt eine schöne Kombinationsübung, wie ich diesen doch auch oft Technikfehler beheben kann und gleichzeitig meine Beweglichkeit in der Kniebeuge für die Kniebeuge verbessern kann. Und dazu nutzen wir erhöhte Fersen. Warum? Weil uns das unseren Schienbeinwinkel etwas vertikaler stellt und wir dadurch etwas weniger
Beweglichkeitsanforderungen haben in den Sprunggelenken. Gleichzeitig möchte ich ein Zusatzgewicht nehmen und das nach vorne schieben, um dieses nach vorne Kippen des Oberkörpers ausgleichen zu können. Und wenn ich sage, ich bleibe aufrecht, dass ich nicht nach hinten umfalle, weil das auch ein gängiges Problem ist bei Kniebeugen. Und Kniebeugen verbessert eben auch eure Beweglichkeit. Also ist es eine Übung, die wir gerne durchführen sollten und auch durchführen können, wenn wir eben diese Modifikation benutzen. Was tue ich? Ich nehme ein Gewicht, das ist eine Platte, die wiegt hier 5 Kilo. Ich erhöhe mir meine Fersen, ja, durch zwei Platten. Wer Gewichtheberschuhe anhat, kann zum Beispiel auch diese anziehen oder zwei Bücher, die ich auf den Boden lege. Die Bücher sollten gleich hoch sein, versteht sich. Und jetzt stehe ich auf diesen Platten und jetzt mache ich Folgendes. Beim Runtergehen schiebe ich die Platte von mir weg. Oberkörper bleibt aufrecht. Ich gehe so tief, ich kann. Bleibe hier, atme und ziehe die Platte wieder hoch und ziehe sie wieder an mich ran. Wer diese Übung regelmäßig und oft durchführt, wird merken, dass die Kniebeuge auch ohne diese Erhöhung und ohne dieses Ausgleichsgewicht direkt besser wird. Warum? Weil es auch ein neues Erlernen dieser Position ist. Und wenn wir über Monate, Jahre diese Bewegung nie mehr ausgeführt haben, geht sie natürlich verloren. Gleichzeitig, wenn ich diese Bewegung immer so ausführe, dass mein Oberkörper immer nach vorne kommt, dann wird das irgendwann auch eine erlernte Position. Und wenn ich ein Zusatzgewicht nehme und das von mir wegschiebe, lerne ich wieder, meinen Oberkörper aufrecht zu halten und somit auch das Gleichgewichtsgefühl in der Kniebeuge wieder zu verbessern. Das heißt, das ist auf der einen Seite eine Technikschulung, auf der anderen Seite auch eine Beweglichkeitsverbesserung in den Sprunggelenken, Knien, Hüfte und auch dem Oberkörper in der Wirbelsäule, weil ich sie natürlich auch aufrecht halte bei der Kniebeuge. Das ist Übung Nummer 3. Übung Nummer 4 ist die sogenannte Open Book Mobilisation. Die Open Book Mobilisation ist eine Beweglichkeitsübung für die Schultern, die Brustwirbelsäule. Und wir kombinieren das, indem wir uns auf den Boden legen. Die Knie liegen übereinander und ich fixiere mit meiner unteren Hand meine Knie. Jetzt nehme ich den oberen Arm und lege den auf den Boden und führe den Arm in einer großen kreisenden Bewegung über meinen Oberkörper hinweg, bis er in Verlängerung meiner Beine liegt. Bleibe hier 3 bis 4 Sekunden und nehme den Arm wieder zurück. Mein Anker ist meine Hand auf meinen Knien. Das heißt, ich möchte vermeiden, dass sich meine Hüfte mitdreht. Deswegen hier blockieren und dann über den Körper hinweg. Der Kopf dreht mit und ich gehe wieder zurück in die Ausgangsposition. Ich zeige euch noch eine andere Perspektive. Position hier. Rüberschieben. Und wieder zurück. Vielleicht bleibt der Arm am Anfang nicht auf dem Boden, sondern beim Überheben hebt er vom Boden ab. Dass ihr hier hochgeht und ihr merkt, der Arm kommt hoch. Das ist okay. Ja, wir bleiben einfach in unserem individuellen Bewegungsradius und versuchen ihn Step by Step zu vergrößern. Von dieser Übung würde ich ca. 12 Wiederholungen pro Seite machen. Lieber langsam durchführen und diese Endposition etwas halten und atmen. Kombiniert diese Übung sowieso immer mit der Atmung, um einfach dieses Sicherheitsgefühl zu haben, das ist eine Position, die ich beherrsche. Weil wenn wir in einer Position nicht atmen können, beherrschen wir die Position nicht. Deswegen atmen und einfach diesen Stretch und diese Mobilisation wirken lassen. Das ist Übung Nummer 4, Open Book Mobilisation. Übung Nummer 5 ist der sogenannte Schwimmer. Der Schwimmer ist eine Schulterbeweglichkeitsübung, die wirklich alle Schulterpositionen einmal eingeht, die möglich sind. Und zwar können wir die Übung im Stehen, im Fersensitz oder im Liegen durchführen. Wir gehen das einmal durch in jeder Position. Position Nummer 1, der Schwimmer im Stehen. Und zwar legen wir die Hände auf den Hinterkopf. Wir stehen gerade da, die Hüfte ist gestreckt, das Gesäß ist leicht angespannt. Wir schieben die Ellenbogen nach hinten. Nehmen jetzt unsere Finger vom Hinterkopf weg, das heißt, wir schieben die Schulterblätter noch mehr zusammen. Jetzt strecken wir unsere Hände, Arme nach hinten oben, soweit das geht, und führen die Arme in einer Rotationsbewegung beim gleichzeitigen so weit wie möglich nach hinten greifen, hinter unseren Körper, nach hinten oben, bis wir unsere Hände so hoch wir können auf den Rücken ablegen. In dieser Position kommen unsere Ellenbogen wieder leicht nach vorne, um unsere Schulterblätter einmal auseinander zu schieben. Und dann geht der Weg wieder zurück. Ellenbogen nach hinten, Hände weg vom Rücken und so weit wie möglich nach hinten greifen. Rotation einleiten an den Hinterkopf, Ellenbogen nach vorne. 5 bis 6 Wiederholungen in dieser Position führt dazu, dass meine Schultern insgesamt sehr viel Bewegungsradius aktiv absolviert haben.
Zweite Position wäre im Fersensitz zum Beispiel, um einfach noch ein bisschen mehr die Wirbelsäule zu fokussieren, weil hier sind weniger Ausweichbewegungen möglich. Gleiche Position, Ellenbogen nach hinten, Hände weg, Arme strecken, größtmögliche Position über diesen Radius. Der Schwimmer ist übrigens auch eine super Aufwärmübung, wenn ich ihn langsam durchführe, für Schulterübungen. Gerne einbauen. Dritte Position im Liegen. Ich lege mich auf den Boden, Stirn ist auf dem Boden. Ich lasse einmal meinen Kopf oben, dann kann ich besser reden. Ich nehme die Hände hoch, Hände weg, Arme nach vorne, große Schulterrotation hinlegen, ablegen. Ellenbogen könnt ihr gerne den Boden berühren, wenn möglich. Wir schieben wieder nach oben, Arme nach oben und vor den Körper zurück. Auch hier 5 bis 6 Wiederholungen. Die Progression wäre dann hier von stehender Position in den Fersensitz in die liegende Position. Gerne mit diesen Übungen etwas rumspielen und gucken, welche Variante ist für dich die geeignete Variante. Ein kleiner Hinweis und ein sehr wichtiger Hinweis zum Schluss. Diese Übungen funktionieren nur, wenn du sie regelmäßig durchführst. Was eigentlich selbstverständlich ist, wird gerne vernachlässigt und es werden diese Übungen einfach nur 1 bis 2 Mal pro Woche in den Trainingsplan integriert oder zu Hause etwas, ja, ohne viel Spaß durchgeführt. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass unser Körper sich immer an das anpasst, was wir auf ihn an Reiz bringen. Das bedeutet, meine Challenge für dich, versuche diese 5 Übungen jeden Tag durchzuführen, mindestens einmal, vielleicht sogar mehrfach. Und du wirst merken, über 2 bis 3 Wochen hinweg wird sich das schon deutlich verbessern. Du brauchst kein Warm-up für diese Übungen, führe sie aber langsam und bewusst aus und steigere die Belastung kontinuierlich. Und dann wirst du sehen, wirst du Schritt für Schritt beweglicher. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gerne ein Abo da und gerne einen Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich, dich wiederzusehen. Bleib geschmeidig. Dein Mobility Coach Benny.